Mist, er funktioniert schon wieder nicht. Hallo, liebe Leute. Was machen wir heute? Heute zeige ich euch, wie man einen Monitor repariert. Und noch etwas. Man sollte die Monitore nicht wegschmeißen und sich einfach neue kaufen, sondern sie reparieren. Ich zeige euch wie. Bevor man so etwas zerlegt, muss man den Strom ausstecken. Der Fuß ist schon fast abmontiert. Jetzt öffnen wir das Gehäuse. Die Schrauben sind gelöst und jetzt öffnen wir das Gehäuse. Bei einem Monitorstecker muss man schon vorsichtig sein. Und jetzt bauen wir die Netzplatine aus. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Also, hier sehen wir, das ist diese Netzversorgungsseite. Und meistens ist bei diesen ganzen Platinen oder bei den Bildschirmen, ich hatte schon zwei zuvor repariert. Und jetzt bei diesem dritten, ich schätze mal, das wird das gleiche kaputt sein, sind meistens die Stützkondensatoren, die da was haben. Also, hier ist die Versorgungsseite. Sieht man die ganze Gleichrichtung. Und wo haben wir was zum Beispiel? Ja, das ist schon wieder eindeutig. Hier sehen wir so einen Elko. Und der ist offensichtlich kaputt. Also hier, dieser sieht ganz gut aus, aber der ist richtig aufgewölbt. Auch diese Kondensatoren da hinterhalb sind, ja, die schauen einfach schlecht aus. Die gehören getauscht. Und ich glaube, das wird auch das Problem sein von dem Ganzen. Gingen sie. Okay, dann machen wir weiter. Also diese Platine, da haben wir jetzt doch einiges zu löten. Ja, diese Kondensatoren müssen wir halt austauschen. Dann räumen wir den Lötkolben her, den neuen. Wie erkennt man, dass ein Kondensator kaputt ist? Naja, das ist ganz einfach. Wie ihr hier seht, also dieser eine Kondensator hier, oh, Fokus. Dieser eine Kondensator, das ist der kaputte. Der hat so einen leichten Huckel, wie man sieht. Und der andere hat das nicht. Und so einfach erkennt man, welcher kaputt ist und welcher nicht. Und wir haben jetzt gleich alle weiteren getauscht. Da hat die Firma Samsung schon drauf geschaut, dass irgendwie das mit geplanter Obsoleszenz funktioniert. Also gelötet haben wir jetzt alles, alle Kondensatoren sind ausgetauscht und jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen.
Zusammengebaut haben wir das Ding. Und jetzt folgt der Test. Yes! Super! Passt! Yes. High five! Perfekt! Super! Geil! Okay, liebe Leute. Also, der Bildschirm funktioniert wieder. Wir haben das jetzt geschafft. Wir haben das repariert. Also, die Bauteile, welche kaputt waren, das waren jetzt um die 4,50 Euro. Und ihr könnt, bitte werft eure Monitore nicht weg, sondern versucht sie zu reparieren. Hier, das sind diese kaputten Kondensatoren. Vielen Dank für deine Hilfe, das war unglaublich. Ja, also wenn dir das Video gefallen hat, subscribe zu dem Kanal, gib uns einen Daumen nach oben und schreib auch was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bye, bye.